Bitte hier unten rechts an dem runden Ding wieder die Wiedergabegeschwindigkeit schneller drehen, da ich ja so langsam rede. Ja, zusammen, das ist jetzt das Motto heute. Zusammen. Ja? Nur zusammen können wir jetzt sofort Deutschland verbessern, verändern. Ja? Also, hier. Heute die Tagesthemen. Zusammen mit Sucharit Bhakti, Wolfgang Wodak, Klaus Köhnlein, Stefan Homburg, mit der Partei Wir 2020, zusammen mit Bodo Schiffmann, können wir sofort ein viel besseres Deutschland erzeugen. Bei der nächsten Bundestagswahl mitregieren mit vielleicht 20%. Ja, also und jetzt gilt es handeln. Hört doch auf, nur rumzureden. Jetzt gilt es zu handeln. Diskutiert die Reformen, die jetzt hier, wenn Sie gerade auf dem Sender News und Talks schauen, dann in der Infobox unten, die ersten zwei Links sind die ersten zwei Reformgespräche über die Gesundheitsreform, Bildungsreform, innere Sicherheit und. Also schon der erste Schwung an Reformen sozusagen dargestellt, wie wir ein menschlicheres, miteinander orientiertes Deutschland bekommen, wo die Wirtschaft uns dient, wo sie unser Freund wird, wo mein Supermarktleiter sozusagen zu meinem Freund wird, der an meiner Gesundheit und an meiner gesunden Ernährung interessiert ist und nicht daran, mir möglichst viel Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten und Zuckergetränke und alle anderen krankmachenden Dinge, die so richtig schön Profit bringen, zu verkaufen. Ja? Also eine menschliche, soziale Gesellschaft durch konkrete Reformen, die uns alle dafür belohnen, wenn wir gegenseitig der Gesundheit, der Langlebigkeit und der Lebensfreude des Mitmenschen dienen. Also eine mitmenschliche, dienende Gesellschaft, ja, wo wir uns gegenseitig unser Lebensglück fördern und dafür dann gut bezahlt werden und gut honoriert werden. Ja? Und darum geht es jetzt, ja. Und Professor Bhakti und Homburg waren wieder beim, also der einzige Sender, der in Deutschland wirklich im deutschsprachigen Raum gut ist, ist also Servus TV und der Moderator Fleischacker, den wir ja auch kennen von der besten Talksendung, nämlich Talk im Hangar 7, war jetzt auch mit dabei als Moderator sozusagen und da war auch Ulrike Herrmann und es ging um die kontroverse Diskussion. Ja, letztendlich geht es ja immer darum, liegt hier ein vorteilbringender Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum vor, ja oder nein? Ja? Und all diese Reformen, ja, all diese Reformen, ja, und nur zusammen alle können wir jetzt Deutschland reformieren, aber nicht, wenn jeder nur ein Süppchen kocht und sich um die Symptome kümmert. Das Corona und Schweinegrippe sind doch nur Symptome eines wahnsinnigen Gesundheitswesens, das weltweit sozusagen natürlich den maximalen Profit auf Kosten der Welt anstrebt. Ja? Das ist im jetzigen System so. Wir müssen die Reformen machen. Der Next Scientist for Future, die ja jetzt gerade im Gespräch mit dem entstehenden Landesverband von Wir 2020 sind. Und wie gesagt, die ersten beiden Links unten bei mehr Anzeigen sind ja die ersten zwei großen Verhandlungen. Ja, es wird gearbeitet an Überarbeitungsproduktionen dieser beiden Sendungen. Ich hoffe, die erscheinen bald. Ja, um das nochmal deutlich zu machen. Und Sie brauchen eigentlich, um die Reformen zu verstehen, nur eine Formel richtig zu verstehen. Wir müssen das große Ergebnis von über 50 Jahren einzelnen Professoren und Wissenschaftlern des Weltrates und der Next Scientist for Future, des Arbeitskreises Next Scientist for Future vom Weltrat,
Das Ergebnis lässt sich mit einem Satz zusammenfassen. Natürlich, das Ganze ist viel mehr, wie man ja an den Hunderten von Sendungen sehen kann, ja, die zum Beispiel News und Talks zusammengetragen hat in seinen 5 Playlists. Es geht, die Grundformel lautet: Vorteilbringende Irrtümer, VIs, aussterben lassen durch PAs, also positive Anreize. Also VIs aussterben lassen durch PAs, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und damit können wir die ganze Welt retten. Das ist die einzige Formel, die wir brauchen, die man mit am besten 40, also eigentlich so mit mindestens mal 40 Jahre Wissenschaftserfahrung richtig anwenden kann. Und diese Professoren sind ja beim Weltrat versammelt, die das in diese Richtung denken gelernt haben. Und das bedeutet eben, dass wir hier, um das noch einmal kurz deutlich zu machen, hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution und der irrt sich nicht. Und der sagt, ja, lebt euren naturbelassenen Lebensstil, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht euch um nichts zu kümmern. Und dieser hier, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, gibt es immer Variation und deswegen irrt sich jetzt auch irgendein Früharzt und er sagt, nein, also dieser natürliche Lebensstil ist völlig unwichtig, völlig unbedeutend. Bedeutend sind nur irgendwelche winzigen Tierchen, die wir später Viren und Bakterien nennen können. Ist nur komisch, dass wir gar keine Augen haben, diese zu sehen, wenn die doch angeblich so wichtig sind. Warum können wir die nicht sehen und vermeiden? Oder warum haben wir die für die keine Sensorik, ne? Ja, weil sie unwichtig sind. Da gibt es keine Sensorik bei uns, weil unser Körper im Großen und Ganzen normalerweise, das weiß der hier, der in der Wahrheit lebt, der weiß, na, unser Körper wird damit, unser Immunsystem wird damit fertig und deswegen brauchten wir gar keine Sensorik um diese Dinge. Wir haben eine innerkörperliche Sensorik, mit der wir diese Dinge aufspüren und vernichten und das reicht, ja. Und ansonsten sind die Dinger nicht für uns wichtig, besonders deswegen brauchen wir auch keine zusätzliche Sensorik für Mikroorganismen in unserem Körper, weil die relativ unwichtig sind. Die können uns eigentlich nichts tun im Wesentlichen. Ja, das ist der Früharzt, der in der Wahrheit lebt. Und jetzt haben wir aber den ersten Früharzt, der sich irrt und der sagt, nein, die sind so allmächtig wie Godzilla, multipliziert mit Tyrannosaurus Rex. Das sind die großen Killer und da muss ich euch was verkaufen dazu. Ne? Impfungen, Tests, Antibiotika und verkaufe ich euch. Ja? Und der, wenn die Leute, die er damit überzeugen kann, mit seinem Irrtum, die werden ihm ganz viel abkaufen, die werden falsch leben, die werden ihren gesunden Lebensstil also verlassen und nicht nach einem gesunden Lebensstil suchen. Und dann werden die sozusagen unheimlich viel kaufen, er wird unheimlich erfolgreich, er kann hier zwei leibliche, drei Enkel, zwei leibliche Kinder, drei Enkel, Urenkel und so weiter in die Welt setzen und gut ernähren und kann damit der Vorfahre von Drosten, Bieler und Lauterbach werden und er wird auch geistige Nachahmer finden hier. Das können hier auch, da einer von den beiden kann ja auch ein geistiger Schüler sein und dann kann sich diese geistigen, diese Irrtümer ausbreiten. Ja? Und denn jetzt hat sich ja gezeigt, an diesem Erfolg hier, dass das ein vorteilbringender, also der Irrtum erweist sich als vorteilbringender Irrtum und wird in der ganzen Branche multipliziert, weil alle gut damit verdienen. Und alle, die gut damit verdienen, finden wieder Nachahmer, geistige Kinder, sodass wir am Ende eine Situation haben, dass wir alle
von einer Sache durchseucht sind, nicht vom Schweinegrippevirus und Coronavirus wirklich bedroht sind, sondern von den Viren des Geistes bedroht sind, nämlich von diesen vorteilbringenden Irrtümern, vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümern bezüglich Viren, durchseucht sind, also durchseucht sind mit lauter vorteilbringenden Irrtümern, mit diesen Viren des Geistes, die eigentliche Weltseuche darstellen. Und wir leben alle in einem Wahn, weil wir diesen Virus des Geistes haben, der unser Gehirn befallen hat und uns in diese Wahnvorstellung gebracht hat, anstatt uns um gesunde Ernährung, gesunden Sport, gesunden Lebensstil zu kümmern, starke Immunsysteme zu entwickeln und, ja, leben wir in dem Virus, geistigen Virus, also durch den geistigen Virus bedingten Wahn, wir müssten jetzt irgendwie Krieg führen gegen Mikroorganismen, gegen Viren und Bakterien und müssten da also dafür unsere gesamten Gesellschaften und unsere gesamte Lebensfreude und unser Zusammensein opfern und so weiter. Ja? Also das ist eben das, worum es hier geht, dass also wir haben die Welterklärungsformel. Wir müssen diese vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, also vorteilbringende Irrtümer, die unser aller Leben zerstören, als Viren des Geistes die ganze Welt durchseuchen und uns alle in Wahnvorstellungen gebracht haben, wahnkrank gemacht haben, massenpsychotisch gemacht haben, diese Viren des Geistes. Ja, es gibt so Erreger, die gehen auf die Gehirne, auch von Parasiten, von Ameisen, und das sind Parasiten, die also aufs Gehirn gehen und so weiter. Genauso sind diese Viren des Geistes. Das sind eigentlich Parasiten, man spricht auch von parasitären Memen, ja, diese Viren des Geistes, die befallen unser Gehirn, drücken auf unsere Gehirnzellen sozusagen und verändern unser Denken in ein wahnsinniges, wahnwitziges, realitätsfernes, massenpsychotisches Geschehen, an dem am Ende die Pharmaindustrie, die Impfindustrie und die Testindustrie und die Medizinindustrie die einzigen Gewinner dabei sind. Und wir alle sind die Totalverlierer des ganzen Spieles sozusagen, ja? Und das müssen wir jetzt durch positive Anreize, müssen wir diese vorteilbringenden Irrtümer zum Aussterben bringen. Wir müssen also den Vorteil wegnehmen durch die positiven Anreize, damit diese Irrtümer wieder aussterben, diese Viren des Geistes, ja? Und das heißt, wir müssen belohnen anhand der Wohlfühlstimmen zum Beispiel oder der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Wirtschaftswunderdaten gleichermaßen, müssen wir gucken, ob er ein Arzt für mehr Wohlbefinden, für mehr Gesundheit unter seinen Klienten sozusagen, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben zum Beispiel, ob er wirklich für Gesundheit und Wohlbefinden in seiner Klientel nachweislich und bewiesenermaßen gesorgt hat. Und dann kriegt er am meisten Geld, sonst kriegt er gar kein ganz wenig Geld, ja? Und dadurch stirbt dieser vorteilbringende Irrtum aus, denn jetzt kriegt er ja sein Geld nicht mehr dafür, möglichst viele Tests und Impfungen zu verkaufen, sondern er kriegt sein Geld stattdessen dafür, wenn er den Menschen hilft, dass sie möglichst nie krank werden. Und dafür kriegt er für diese Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung präventiver Art, kriegt er also jetzt seine fürstlichen Belohnungen. Also wird er bereit sein, über den Irrtum, den Gef Vorteil, bisher vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum kritisch nachzudenken mit Hilfe der Next Scientists, und wird das in Frage stellen und wird sich dann davon verabschieden und wird sich um den gesunden Lebensstil seiner Klientel kümmern, ja? Mit einem Healthy Lifestyle Club, also mit einem Gesundheitsclub oder mit einer Gesundheitskommune, mit allem möglichen Gesundheitspersonal und, mit Sport und Tanz und allem, ja? Und
Das werden die neuen sozialen Punkte sein unserer Gesellschaft. Statt der Kneipe am Eck geht man in Zukunft in die Gesundheitskommune am Eck sozusagen. Und immer wird jemand dabei sein, der ihm hilft, noch gesünder, noch glücklicher, noch zufriedener zu leben und so weiter. Und jetzt, wo wir sogar auch endlich die Abnehmmethode, die perfekte Abnehmmethode und Gewichthaltemethode gefunden haben, ja, bitte schauen, Google, Weltrat der Weisen, Forum, Gesundheitstipps und Neues, da finden Sie das, ne? Die ultimative Abnehm- und Gewichthaltemethode, ne? Ja, also von daher, sozusagen positive Anreize ändern die Situation, also auch dadurch werden dann alle guten, also die ganzen guten Ärzte und Gesundheit, alle guten Wissenschaftler und Fachleute und Psychologen und so weiter, werden jetzt dann an die Stelle des Erfolges rücken und werden mit ihren dann sich ja jetzt als vorteilbringend erweisenden Wahrheiten erfolgreiche Gesundheitskommunen betreiben, ja, denn wir wollen ja so machen, dass wirklich jeder, der meint, er hat genügend Fans, also genügend Klientel, darf eine Hausarztersatzkommune Praxis aufmachen, eine Hausarztersatzpraxis aufmachen mit seiner eigenen Hausarztersatzpraxiskommune und Gesundheitskommune, Healthy Lifestyle Club oder was auch immer. Und dann wird sich zeigen an den Leistungsranglisten, ob er sozusagen besser ist als Schulmediziner oder schlechter ist als Schulmediziner. Und dann werden sich die Kunden anhand der Ranglisten entscheiden, wechsle ich den Hausarzt, gehe ich zu der Hausarzt, also die Praxis, wechsle ich die Praxis, gehe ich zu einer besser platzierten, in der Rangliste besser platzierten Praxis mit einer besseren Gesundheitsförderungsleistung oder zu einer bleibe ich bei meiner etwas schlechteren, weil sie in der Nähe ist, zum Beispiel. Ja, das kann ja dann jeder abwägen, ne? Aber das heißt also, dieses neue System mit dem Grundgesetz, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, VIs aussterben lassen durch PAs, ja? Das führt dazu, dass mein Arzt endlich mein echter Freund wird. Er hat keine anderen Verkaufsinteressen mehr. Er hat keine anderen Profitinteressen mehr. Er hat nur noch ein Ziel, dass es mir gut geht. Und das ist doch die ideale Gesellschaft. Sozialer geht's doch nicht. Mitmenschlicher geht's doch nicht. Ja? Und genau das, lieber Professor Bhakti, das bitte unterstützen. Das können wir jetzt Realität werden lassen. Ja? Bei der Bundestagswahl 20%, dann sind wir im Geschäft. Ja? Und die Reformen der Next Scientists for Future haben ja in der Testwahl sogar 56% gehabt. Wir können also bei der nächsten Bundestagswahl dann den Kanzler stellen, also sozusagen. Ja? Also es ist alles möglich, die Kanzlerin stellen. Ja, von daher, also. Jetzt habe ich mich aber genug in Rage geredet. Also deswegen zusammen, also noch einmal, zusammen, bitteschön. Ja, also bitte, lieber Professor Bhakti, liebe Doktoren und Professoren, Woda, Könlein, Homburg, Bodo Schiffmann, jetzt gilt es, wir 2020 jetzt direkt an den Start damit, ganz blitzschnell die ganzen Landesverbände gründen, die alles vorbereiten für die Bundestagswahl und alle diskutieren über diese ersten zwei Sendungen und dann kommt ja dann die dritte und die vierte Sendung und über alle Reformen sozusagen, die Gesamtreformierung. Wer sind die eins? Das ist dann wir 2020 wäre dann die einzige Partei, die ein wirklich komplettes Rundum-Parteiprogramm hat, jeden Winkel Deutschlands viel besser zu machen als bisher. Ja, und ja, bitte sofort unten diese zwei Sendungen hören. Es geht jetzt nur noch um diese Parteiprogrammsdiskussion und dann wählen und handeln und jetzt Schluss mit all dem Gerede und all der
falschen Hoffnung, man könne jetzt noch diese Politik stoppen, als ob man jetzt noch die Politiker und die Medien dazu überzeugen könnte, sozusagen wirklich ganz klar zu sagen, wir haben uns alle geirrt, wir sind auf einen vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Pharma-Impftest- und Medizinindustrie in Gestalt eines Professor Drosten und Lauterbach und Wieler hereingefallen. Ja, so wie diese Leute selber auf ihre eigenen Irrtümer hereingefallen sind. Das wird niemand sagen. Darüber redet nur sachlich Servus TV. Nur Servus TV als einziger guter, großer deutschsprachiger Sender sozusagen ist der einzige, der das kontrovers zur Diskussion stellt. Alles andere bringt mal ab und zu ein paar Formulierungen von Professor Streeck und dann wird mal so ein bisschen nachdenklich gefragt, aber das bleibt doch alles völlig folgenlos. Am nächsten Tag kommt die Meldung, dass wir doch noch strengere Maßnahmen machen müssen und. Ja, also deswegen, liebe Leute, vergesst das alles. Also, zusammenhandeln mit, wie alles konzentrieren auf dieses Wir 2020 mit den externen Experten, Weltrat und Next Scientists for Future vom Weltrat. Schluck Wasser. Kurznachrichten. Die Menschen. Ah ja, nee, das habe ich gerade gesagt. Ich wiederhole es aber nochmal, weil es so wichtig ist. Die Menschheit ist durchseucht von Killerviren des Geistes, von vorteilbringenden Irrtümern. Und das ist die Lage der Menschheit. Deswegen gibt es so viel Kriege, so viel Leid, so viel Unglück. Alles Leid dieser Erde kommt zu 99% von diesen Killerviren des Geistes. Und der geistige Corona-Gefährlichkeitsüberschätzungsvirus ist auch nur einer dieser vielen Killerviren des Geistes, ja? Und diesen vorteilbringenden Irrtümern, wie der genaue Name dieser Killerviren des Geistes heißt, ja? Und das ist unser einziges Problem, denn 1% Leiden kommt dadurch, dass wir Teil der Evolution sind. Das ist unvermeidlich. Aber 99% des menschlichen Leidens der letzten 400.000 Jahre kommt durch die Killerviren des Geistes, durch die vorteilbringenden Irrtümer. Und wir müssen die so schnell wie möglich aussterben lassen in jedem Winkel der Gesellschaft durch positive Anreize. Ja? Ja. Ja, vergleichen wir das doch mit den Bonobos, ja, zum Beispiel. Die Bonobos sind die uns von der sozialen Intelligenz her ähnlichsten aller Menschenaffen überhaupt, ja. Und die kennen keinen Krieg. Bei denen wird sich nicht gegenseitig abgeschlachtet. Da wird ab und zu mal ein kleines Tier gejagt. Das ist die einzige Form an Gewalt, die man da im Wesentlichen sieht, ja. Und dabei sind die gar nicht so pazifistisch wie wir. Und wir haben viel größere Gehirne, können noch viel friedlicher, noch viel pazifistischer, noch viel gewaltfreier leben als die Bonobos, ja. Oder noch viel gewaltärmer leben als die Bonobos. Und trotzdem sind die uns weit voraus, ja, obwohl ihr Gehirn ungefähr nur ein Drittel hat von der Größe und Leistungsfähigkeit unseres Gehirnes, ja. Und trotzdem sind sie viel, ja, gucken wir uns an, die primitiven Schimpansen, ja, die schlachten sich gegenseitig teilweise ab, ja, das ist, aber die Bonobos, die uns viel ähnlicher sind von der sozialen Intelligenz her, die sind viel friedlicher als wir und viel glücklicher als wir und haben ein viel besseres Sozialleben als wir und das mit einem viel kleineren Gehirn. Da könnten wir also viel glücklicher sein als die Bonobos, ja.
Und außerdem können sich die Bonobos vor so aggressiven Lebewesen wie den Menschen gar nicht schützen, während wir uns ja eigentlich vor uns selber schützen könnten, wenn wenn wir endlich diese Viren des Geistes, die vorteilbringenden Irrtümer, loswären. Ja, die viralen Irrtümer sozusagen, die vorteilbringenden Irrtümer, VI, viraler Irrtum, vorteilbringender Irrtum, loswären. Ne? Professor, ich glaube Norbert Bolz heißt er, ja, er sagt was ganz Wichtiges. Deswegen, weil wir so durchseucht sind mit den Killerviren des Geistes, sind wir so weltfremd und so weit entfernt von der Aufklärung. Und er formuliert ungefähr so einen Satz in seiner Rede: Niemals waren wir weiter entfernt von der Aufklärung als heute. Ich wiederhole, Professor Norbert Bolz, neue Rede. Ungefähr sowas wie, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber fast wörtlich, niemals waren wir weiter entfernt von der Aufklärung als heute. Ja, und warum? Weil wir alle durchseucht sind von Viren des Geistes, die uns alle wahnsinnig machen. Und wahnsinnige Sachen, Menschen sind Anti-Aufklärungsmenschen. Ja, und das sind wir. Wir sind eben im Moment von den Viren des Geistes, von den Killerviren des Geistes, alle wahnsinnig. Und das kann nur der Weltrat, nur die Next Scientists for Future zusammen mit der Partei Wir 2020 lösen. Und eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also bitte sofort handeln, ja? Handeln und nicht um das Symptom kümmern. Wir lösen die Ursache und beheben die Ursache bei der Bundestagswahl. Ja? Sofort handeln. Ja, tschüssi, bis bald, das war's doch schon wieder. Na, die Maschine schaltet sich schwer ab. Tschüssi.